Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Serie, zu einer weiteren Folge zu Gast bei. Und am heutigen Abend freue ich mich, dass ich beim jungen Mann bin, der ist ja fast so ein bisschen wie der Robin Williams oder vielleicht für die ältere Generation unter Ihnen wie der James Dean des Reitsports für mich. Für mich darüber hinaus einer der sympathischsten jungen wilden Reiter, die ich kenne, Maximilian Nill. Maxi, schön, dass wir hier sein können bei dir heute. Ja, erstmal ein großes Danke an Andreas, dass wir hier sein dürfen. Und herzlich willkommen. Ja, wir sind nämlich nicht nur zu Gast bei Maximilian Lill, sondern wir sind auch zu Gast bei Andreas Knipling, weil der Maximilian, der ist seit einigen Jahren, seit 2 Jahren, nämlich auf der Anlage von Andreas Knipling in Hennef. Und wenn wir es jetzt erzählen würden, wie wundervoll es hier ist, die Leute würden einfach, dem würde das Mund, Wasser im Mund zusammenlaufen. Damit es denen jetzt aber richtig im Mund zusammenläuft, haben wir nämlich ein paar tolle Bilder einfach mal. Und jetzt können Sie, meine Damen und Herren, jetzt mal erahnen, so ein ganz klein wenig, wie der Maximilian hier auf der Anlage von Andreas arbeitet. Also wie man so ein bisschen sieht, das ist, das sind nicht nur Bilder, die wir heute gedreht haben, sondern wir hatten das Glück, einfach zuvor schon einmal hier zu sein. Und deshalb von der Vegetation, guck mal, Andreas, ohne Jacke, traumhafte Bedingungen habt ihr hier. Jeden Tag hier trainieren zu dürfen, ist einfach der Wahnsinn und bin jeden Tag froh, hier sein zu dürfen. Unglaublich toller Außenplatz, tolle Möglichkeiten draußen. Darüber hinaus, das haben wir jetzt nicht in Bilder gehabt, auch eine großartige Halle. Was hat die für Ausmaße hier? 30, 60, also das ist natürlich, gerade jetzt für die Hallenturniere zu trainieren, natürlich super. Für all diejenigen, die zuschauen, kennen das im Übrigen auch. Auch Sie dürfen profitieren an unserem heutigen Gespräch. Sie dürfen uns nämlich Fragen stellen. Uns weniger, sondern dem Maxi passende Fragen stellen. Und wie ich herausgeschoben habe, sind einige, die sich jetzt schon freuen, großartige Fragen zu stellen. Wir werden auswählen unter all denjenigen, die die Fragen hier stellen. Wir werden ein paar auswählen, die wir natürlich auch noch hier verkünden werden. Und es gibt dann eben auch den handsignierten Clip My Horse Eimer dann am Ende zu gewinnen. Der ist im Übrigen nicht nur handsigniert, der ist von ihm auch noch passend ausgemalt. Und dann gibt es darüber hinaus auch noch das passende Lebensmotto von Maxi. Da steht drauf, if you don't believe in yourself, no one will. So, Maxi. Es ist gerade mal ein paar Stunden fast nur her. Gestern Abend bist du erst wieder zurückgekommen. Du warst in Frankreich, in Rouen und da lief es ebenfalls ganz gut. Erzähl ganz kurz. Ja, leider, am Schluss hat das ganz letzte Glück leider ein bisschen gefehlt. Sonntag, Checker ist einfach momentan in einer Ausnahmeform, fantastisch gesprungen. Reiterlich natürlich wieder ein bisschen zu langsam gewesen am Sonntag. Mit einem Zeitfehler haben wir es dann nicht ganz ins Stechen geschafft, aber ich bin einfach momentan super happy, wie er drauf ist. Und kann jetzt mit einem guten Gefühl nach München fahren die Woche. Apropos Fahren, was du mir auch noch erzählt hast, das Fahren von Frankreich zurück, wir haben das alle so ein bisschen mitbekommen, durch die Presse ging das, durch die Nachrichten, das war nicht ganz so einfach, das war nicht ganz so reibungslos, was war da? Nee, Samstagabend haben wir schon immer gehört, du, die Heimreise könnte ein bisschen schwierig werden, weil da haben sie wegen den zu hohen Spritpreisen protestiert. Und das kann man sich in Deutschland irgendwie nicht so richtig vorstellen. Da wurden wirklich Autoreifen auf der Straße angezündet. Und dann eben Sonntag auch, wo wir losgefahren sind, da direkt vor meinem LKW, wo dann ging dann das Feuer auf und dann wollten uns nicht weiterfahren lassen. Aber nachdem ich da mit denen ein bisschen gute Freude gemacht habe, ein bisschen gehupt habe, ein bisschen laute Musik, dann haben sie mich passieren lassen. Hattest du ein bisschen Angst, wenn die Pferde da hinten drauf stehen, die dann auch vielleicht so mit diesem Geruch und so weiter, dass sie ein bisschen nervös wurden oder war das unproblematisch? Ja, hast schon gemerkt, ich meine, die haben da riesen Krach gemacht mit Trommeln, mit Trompeten und was weiß ich, hast schon gemerkt, wie sie ein bisschen unruhig wurden und war dann doch froh, dass wir dann schnell da durchgefahren sind. Wie Checkers läuft, wie es momentan ist, da werden wir wahrscheinlich so ein bisschen später des Interviews noch mal ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Wir bei Clip My Horse haben teilweise es mitbekommen, weil die groß geworden südlich des Starnberger Sees. Und anfing, die Familie hat dort gestützt Katharinenhof, Großvater ist
ist ganz ambitionierter Reiter gewesen, immer noch ambitionierter Reiter. Maxi eigentlich auch Reiter wird, aber das war eigentlich nicht immer so klar. Der Wunsch der Familie war es ehrlich gesagt nicht so wirklich. Orthopäde und so weiter. Ja, hat nicht so ganz geklappt oder war nie so richtig mein Wille. Und mein Wille hat mich dann, wie man jetzt sieht, ein bisschen woanders hingeschlagen. Angefangen bist du mit 10 Jahren. Vorher war Fußballspielen angesagt. Fußball, und Traktoren, Autos, das war auf jeden Fall meine größere Passion als Reiten. Und ich habe ein bisschen nachgeblättert, eines der ersten Pferde, die du dann auch geritten bist, mit denen da so klassisch, wenn man so einsteigt, so EA springen, dann geritten bist, war auch die familieneigene Zucht. Ich hatte bei einem irgendwie Belmonts Maxi, hatte ich gelesen und musste ganz ehrlich sagen, den Vater, also des Pferdes, Belmont kannte ich gar nicht, musste mal nachgucken, ein Trakehner-Hengst. Und mit dem Papa schon erfolgreich unterwegs war. Genau, das war, was ich nur aus Geschichten hörte, ein fantastischer Hengst, also der sich leider früh verletzt hat, hat auch quasi Bundeschampionat und solche Sachen gewonnen, hat sich dann leider ganz früh verletzt. Und ja, ich habe dann eben von der Nachzucht ein bisschen profitiert und habe gesagt, ich reite nur, wenn mein Pferd Maxi heißt. aber da muss er mit B anfangen, deswegen Belmont Maxi. Großvater war anfänglich ein großer Trakehnermann, ne? Oder? Der hat irgendwie auch einige Trakehner gezüchtet. War das so, bevor so ein bisschen diese sportliche Ambition von deinem Papa und von dir war, war das so die große Leidenschaft von ihm? Ja, auf jeden Fall. Und früher war immer Vielseitigkeit auch noch ein bisschen ein Thema bei uns zu Hause. Mein Onkel ist Vielseitigkeit geritten und daher vielleicht auch ein bisschen mit Trakehnern. Also ein bisschen vor deiner Zeit, aber an ein Pferd wirst du dich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr noch dran erinnern, vielleicht als an Belmonts Maxi. Darunter, mit der kennen wir dich auch nochmal, das war Zurika. Zurika war einfach ein Pferd, das war ein Familienpferd, oder? Ja, also diese Stute, ich glaube, so ein Pferd nochmal zu kriegen, das wäre der größte Traum. Die hat mir das Reiten beigebracht, meiner Schwester und meinem Vater große Erfolge beschert. Also Wahnsinn, die hat mit allen drei von uns S gewonnen. Ich glaube mit mir, weiß nicht, wie viele S-Springen gewonnen. Im Alter von 12, 13, 14 Jahren schon S gewonnen. Also unglaublich. Lebt sie noch? Ja, die lebt, ja. Und ist zu Hause glücklich auf der Koppel. Habt ihr die Chance gehabt, mit ihr auch noch ein bisschen zu züchten? Oder hat das nicht so geklappt? Ja, es hätte geklappt, aber leider hat die Cushing-Syndrom. Und dann haben wir das probiert mit dem Fohlen, aber es hat dann nicht so geklappt. Dann ging es ihr gesundheitlich schlechter. Und dann haben wir gesagt, soll sie lieber die Zukunft glücklich auf der Weide verbringen, weil so viel für uns gemacht haben, wie jetzt irgendwie Fohlen aufzwingen zu wollen. Mhm. Alle, die dich kennen und deine Erfolgsgeschichte einfach auch so ein bisschen mitverfolgen, die werden wahrscheinlich sagen, meine Güte, dem Maxi Lill, dem scheint die Sonne aus dem Ohren, heißt das, glaube ich. Dass das in deinem Leben eigentlich nicht immer so war, das wissen gar nicht alle. Du hast deine Mutter, hast du unglaublich früh verloren. Ja, leider Gottes ist leider, als ich 10 war, ist sie von uns gegangen und war natürlich nicht immer ganz einfach von da ab. Und ist vielleicht auch ein Grund, warum ich jetzt jeden Moment genieße, sage ich jetzt mal, in meinem Leben und immer mehr vor Augen halte, dass es eigentlich viel schlimmer sein kann im Leben oder dass es andere Menschen gibt, die es noch viel schlimmer gibt. Deswegen versuche ich einfach jeden Tag glücklich zu sein und weiß es sehr zu schätzen, wie es mir gerade geht. Jetzt ist es darüber hinaus, aber wir haben vorhin schon eben Familienpferd bei Zurika gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass Papa damit erfolgreich hatte, dass deine Schwester Rebecca auch damit Erfolge hat. Du hast noch einen weiteren Bruder. Wie wichtig ist darüber hinaus dann so Familie für dich? Wie wichtig ist so einfach der Familien mit Opa oder mit Papa auch zu telefonieren? Wie häufig machst du das? Papa, ehrlich gesagt, nach jedem Ausritt, bin noch nicht im Ausritt, höre ich das Handy schon vibrieren. Ist natürlich klasse, wie meine ganze Familie dahinter steht. Wenn man natürlich dann mit 3 rausreitet und das Handy schon vibriert, dann kriegt man schon so einen dicken Hals. Aber am Ende bin ich super glücklich, so eine Familie hinter mir zu haben. Und mein Bruder, der schaut Livestream, sein kleiner Sohn schaut alle schon Livestream. Also ich bin einfach super happy, so eine Familie hinter mir zu haben. Du hast gerade gesagt, mit Papa ist das so. Mit Papa war das eigentlich von Anfang an. Der ist auf die Turniere mitgefahren und so weiter. Lief es immer reibungslos oder gab es da zwischendurch einfach auch mal, weil ich kenne Papa auch ein bisschen. Ihr seid euch schon ähnlich, so ein bisschen in ein paar Punkten. Gibt es da Reibungspunkte? Ja, ich denke, Vater und Sohn ist ja immer nicht ganz so einfach, gerade wenn man vom eigenen Vater trainiert wird. Nach einer Zeit meint man weiß es besser so ungefähr und dann
ja, schreibt man sich mal an, aber am Ende vom Tag hält man immer zusammen. Und was natürlich auch, ich sag mal, er hat seine Karriere quasi für meine und die von meiner Schwester geopfert, hat seine guten Pferde uns gegeben. Natürlich macht auch nicht jeder Vater für seine Kinder. Dennoch muss man ganz ehrlich sagen, ich bin auch Vater, weiß, wie das ist. Das machen Väter schon auch gerne, weil sie im Endeffekt auch sich unglaublich daran erfreuen, wenn das so läuft, einfach auch mit den Kindern. Und gerade bei deiner Karriere war das eben faszinierend, finde ich, wie schnell das ging. Du hast gesagt, so mit 10 bist du angefangen und dann bist du ungefähr so in 1,5 Jahren oder fast so in 2 Jahren von E auf S. Und dann hast du mit 15 schon dein goldenes Reiterabzeichen bekommen. Das ist so eine Zeitspanne, die ist eigentlich relativ kurz. Andere, die auch mit 15, Christian Ahmer hat mit 14 zwar das goldene Reiterabzeichen, ja, oder was auch immer, die sind aber schon viel, viel früher angefangen. Du hast im Endeffekt hast du schon am Anfang richtig Zeit aufgeholt. Ja, Gott sei Dank. Und wie gesagt, mit Zurückgabe natürlich das passende Pferd, die es mir ermöglicht hat, den steilen Aufstieg zu nehmen. Und man braucht in unserem Sport, weiß jeder, immer den passenden Partner dazu. Und ich hatte natürlich wahnsinnig Glück, so ein Pferd zu haben. Du hast Zurich ja auch noch gerade mal angesprochen. Und ganz am Anfang haben wir schon erzählt, Klippenhaus gibt es schon ein bisschen länger. Und eine deiner ersten großen Stationen war Preis der Besten. Und das ist jetzt, wie gesagt, fast 10 Jahre her. Du warst 15 Jahre. Und da haben wir tatsächlich noch ein bisschen Bildmaterial gefunden bei uns im Archiv. Da haben wir nämlich bei ihm im Wohnwagen mit Papa zusammen. Und da gab es schon mal einmal die ganz, ganz klassische Frage, die man einem jungen Mann stellt. Aber hören Sie mal selber. Kannst du dir vorstellen, dass heute alles mit den schönsten läuft? Warum soll ich lieber Profi werden? Ich hätte es gern, aber die Familie ist dagegen. Ja. Die wollen eher, dass ich so alte Pferde werde. Das ist nicht wahr. ja, es hat sich einiges getan in den vielen Jahren. Er ist glücklicherweise, muss ich ganz ehrlich sagen, ist er nicht Orthopäde geworden. Trotzdem, in diesem Interview kam es auch noch mal so ein bisschen raus, habt ihr es aber auch relativ geschickt gemacht in dieser Jugendzeit, dass du Schule nicht ganz außer Acht gelassen hast. Schule war Muss. Wer war das bei euch zu Hause, der gesagt hat, meine Güte, Reiten ist zwar schön, Maxi, aber Schule ist Muss? Das war meine Oma, die mir eigentlich tagtäglich in den Arsch getreten hat, sage ich jetzt mal. Ohne die hätte ich es wahrscheinlich nicht bis zu meinem Studium und allem geschafft. Gerade, ich meine, ist ja auch nicht so einfach, jeden Woche ab Mittwoch irgendwo in der Weltgeschichte rumzufahren und dann noch das Schulische nebenher zu machen. Aber durch meine Oma, die mich jeden Tag getriezt hat, was mir auch ziemlich auf die Nerven ging, aber am Ende hat sich's ausgezahlt. Das ist so ein bisschen wie die Familie, ne? Der Zusammenhalt, dass man einfach auch auf den Jungen ein bisschen aufpasst, dass er dann was wird. Wer war damals sportlich so dein Vorbild? Gab es da schon welche, wo du gesagt hast, Mensch, du, die finde ich interessant, da in diese Fußstapfen möchte ich mal treten, wenn ich nicht Orthopäde werde? Ja, wir haben ja gerade das Interview von 2009 gesehen, da habe ich auch schon die zwei Namen genannt, Christian Ahlmann, Markus Ening, das sind natürlich Namen, die man jetzt immer noch im Sport sieht, und wenn man da natürlich eines Tages mal hinkommt. Du hattest nach dem Abitur damit eben die Befugnis eben auch zu studieren, und du hast dann auch angefangen zu studieren, hast studiert. Was war für dich so die Motivation, dass du gesagt hast, nein, jetzt will ich einfach auch das nochmal, das will ich einfach auch nochmal. Das ist, wenn man so alt ist, dass man studiert, das kann nicht nur von Oma kommen, das kann auch nicht nur von Vater alleine kommen. Da muss von dir auch ein bisschen was gewesen sein, dass du gesagt hast, Mensch, ich möchte meinen Geist eigentlich auch noch ein bisschen fördern. Es war so, ich wollte mir jetzt sicher sein, dass vielleicht Reiten der richtige Weg ist und nicht, dass ich mir, wenn ich dann 30 bin, irgendwann denke, Mist, hätte ich doch mal studiert. Deswegen habe ich gedacht, probiere ich erstmal das. Ich war ja erst 18 Jahre alt und dann habe ich gedacht, probiere ich das mal aus, ob das vielleicht mein Weg ist. Aber dann nach 3 Jahren war mir eigentlich ziemlich klar, für mich gibt es nur Reiten. Du hast nicht in Deutschland studiert, ne? Du hast in Österreich studiert? Genau, in Innsbruck, um eben die Wartesemester für Medizin, mehr, dass sie sich noch erweitert und ich dann eben eine Chance habe, irgendwann Medizin zu studieren. Was ja auch super funktioniert hat. Na gut, aber wie gesagt, das ist mit dem Studium, nimmst du noch ein bisschen was davon mit, dass du sagst, meine Güte, das waren interessante Sachen dabei, wo du jetzt einfach auch noch von profitierst? Ja, gerade in so einem Studium reift man natürlich unwahrscheinlich, und gerade ich habe ja Business und Management studiert und davon profitiert man auf jeden Fall jetzt noch. Es gibt in der Karriere gibt's so Highlights, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Es gibt aber neben den Highlights gibt's auch so Tiefpunkte.
Gab es bei dir auch gerade so in der Zeit auch noch auch so Tiefpunkte, wo du es dann auch vielleicht mal in Frage gestellt hast, dass du gesagt hast, meine Güte, das schaffe ich nicht oder ich werde nicht gut genug vielleicht, um das Ganze einfach auch so professionell zu machen, wie ich es mir anfänglich mal erträumt habe? Gefühlt gibt es wenig Sportarten, wo es so viele Tiefpunkte gibt wie in unserem. Also das könnte mir jedes zweite Wochenende manchmal so gehen, dass du denkst, boah, was, also der Erfolg, das hält immer nur ganz kurz irgendwie, da kannst du noch was gewinnen, aber wenn es schlecht läuft, dann bist du gleich wieder am Boden. Hoch geht's, dauert ziemlich lang und runter ziemlich schnell. Und dann stellst du dir öfters mal die Frage, boah, bin ich wirklich gut genug oder war es der richtige Weg, nur zu reiten oder... Aber dann im Großen und Ganzen, wenn man sieht, bin ich doch sehr froh, den Weg gegangen zu sein. Gibt es da so Mechanismen oder gibt es da so Sachen, so Situationen, wo du sagst, meine Güte, dann halte ich mir immer Folgendes vor Augen, dass ich dann irgendwie was mache oder irgendwas tue, was mich dann einfach wieder auf den rechten Pfad bringt und mich einfach wieder passend motiviere? Wenn man mal so ein Wochenende hat, wo es vielleicht nicht so läuft, was wahrscheinlich jeder mal hat, dann schaue ich mir ganz gerne mal ein Video an, wo es vielleicht gut läuft und gute Atmosphäre und guten Publikum und dann kriegt man wieder die Motivation und sagt, genau das, deswegen mache ich den Sport und da möchte ich wieder hinkommen. Jetzt, wenn wir uns ein bisschen auch zurück erinnern an Karriere von Maximilian Lill, waren es auch unterschiedliche Pferdetypen, die du hattest. Was aber häufig dabei war, es waren einige dabei, die nicht so richtige Klassiker waren, sondern da waren einfach auch ein paar andere dabei. Gibt es einen Pferdetyp, wo du einfach sagst, meine Güte, das liegt mir besonders? Oder welcher Pferdetyp hat dir bisher in deinem Leben eigentlich so am meisten Spaß gemacht und am meisten Freude bereitet? Freude, in meinem Leben habe ich schon so viele Pferde geritten. Am Ende, die Null springen, die machen am meisten Spaß. Und einer von denen, mit denen du ganz erfolgreich gewesen bist, muss man jetzt sagen, war eine schöne Vergangenheit, ist Cappuccino gewesen, erinnern wir uns sehr, sehr gut. Ein Pferd, welches dann eine Laufbahn hatte, welches wir dann bei den Weltreiterspielen erlebt haben. Wie war das, wenn man einfach ein Pferd reitet, auch erfolgreich reitet und das dann später dann auch noch bei der Weltmeisterschaft sieht? Ja, hat mich natürlich gefreut, dass er das dahin geschafft hat und das Pferd hat es natürlich verdient, da zu sein. Und ja, hat natürlich mitgefiebert in drei und haben wir jeden Rederunde angeschaut und war natürlich super happy, ihn da zu sehen. Wir haben auch noch ein paar Bilder von Cappuccino, die können wir auch nochmal einspielen. So, ist ein bisschen Heimturnier für dich. Ja, München, ja genau. Ja, wie man sieht, die Reiterei war damals noch etwas wilder. Und ja, Cappuccino auch nicht der klassische Pferdetyp, würde ich behaupten. Aber wie gesagt, München Heimturnier macht immer Spaß, da hinzukommen. Ich glaube, da waren wir auch in dem Wochenende Zweiter am großen Preis. Das war natürlich auch ein klasse Erfolg. Pferd, welches aber auch echt ein großes Herz hatte, ne? So ein klassischer, einfach ein Fighter, ein Kämpfer. Ja, konnte von Tag 1 konntest du eben schwerste Prüfung reiten und kannst du 52 Wochen im Jahr Turnier reiten, so ein Pferd, der hat immer gekämpft. Also das braucht man auch, so ein Pferd. So ein Pferd braucht man. Ist das auch so ein bisschen so mit ein Grund, wenn man zu den Weltreiterspielen will, dann braucht man einen, der einfach der Messer zwischen den Zähnen hat, der ein richtiger Fighter ist? 100%ig. Gerade, ich meine, der Weltreiterspiel über 4 Tage braucht so ein Pferd, der auch noch am Sonntag für einen kämpft, der die Power hat. Auch wenn er müde ist, hat er trotzdem immer alles gegeben. Und der springt mit einem durch die Hauswand. Gerade wenn man vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hat auf den Weltreiterspielen, der auch wenn man mal sich vertut, der kämpft trotzdem weiter und gibt einfach unheimlich Sicherheit über einen hohen Parcours. Danach war es dann so, nach München, ist jetzt fast genau 2 Jahre her, ein bisschen mehr. Ne? Ich glaube irgendwie im August oder so sind es, glaube ich, 2 Jahre her. Da bist du hier nach Hennef gekommen zu Andreas Knipling. Weshalb Andreas Knipling? Wie kamst du oder wie ist das so in die Wege geleitet worden? Ja, eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Also Andreas kennt man natürlich, hat man auf vielen Turnieren in Österreich oder wo auch immer öfters mal gesehen. Und den Namen kennt man natürlich im Sport auch. Und im Balve an der Bar hat Andreas zu mir gesagt, Max, ist ja alles super schön und gut, aber irgendwann musst du auch mal weg von zu Hause, einfach mal neue Erfahrungen lernen. Mal ein bisschen an der Dressurarbeit feilen. Das hat damals noch nicht so gut geklappt, würde ich behaupten. Und er hat mir dann eben ein paar Ställe vorgelesen, wo er mir helfen könnte, hinzukommen. Und ich habe ihm noch vorgeschlagen, ich könnte auch gleich zu dir kommen. Ja, gemacht, getan, gesagt, getan. Und dann kurze Zeit später war ich dann eigentlich schon mit 6 Pferden beim Andreas im Stall und wollte eigentlich nur für 4 Monate oder 3 Monate bleiben.
sind jetzt schon 2 Jahre und vielleicht noch viele weitere, oder hoffentlich noch viele weitere. Guck mal, das beantwortet schon die Frage, die ich gleich hatte. Hättest du dir das vorgestellt, dass es so lange ist? Das Interessante, er hatte dir damals schon angekündigt, dass er an so ein paar Punkten, die du bis dato vernachlässigt hattest oder was auch immer, du hast es selber angesprochen, Dressurarbeit, wobei diese Dressurarbeit ich gar nicht so hervorheben will. Ich habe selten erlebt, dass ein Reiter in so kurzer Zeit auch wieder an seinem Stil so arbeitet. Also wir haben das an dem einen, bei der einen Runde gesehen, die Wade war früher schon mal ein bisschen lockerer, muss man ganz ehrlich sagen. Jetzt hat man fast das Gefühl, die ist wie festgeklebt. Hättest du es damals schon gedacht, dass das so eine, dass das wirklich so eine harte Schule wird hier bei Andreas? Ja, ich habe mich ehrlich gesagt damals gar nicht um meinen Stil gekümmert. Das war mir eigentlich relativ egal. Schnell und null rüber wollte ich. Und ja, es war doch ein harte 2 Jahre, aber bin natürlich jetzt super. Wenn ich jetzt meine Runden habe ich mir selten angeschaut. Das war schon ein Kampf, immer in jedem Parcours. Und jetzt bin ich natürlich, meine Runden zu sehen, bin ich auch ein kleines bisschen stolz drauf, auf die Arbeit von Andreas und mir, was wir da hinbekommen haben in 2 Jahren. Wenn man über Andreas Knipling redet, all diejenigen, die ihn länger kennen, die wissen, er ist natürlich Ästhet, er legt sehr, sehr viel Wert im Endeffekt auch wirklich da drauf, wie das dann einfach aussieht, einfach auch, weil die Funktionsweise dann nachher einfach auch ein bisschen viel größer ist. Er ist penibel. Kann man einfach so sagen, im positiven Sinne, sind das auch so Punkte, die du auch einfach, wo du gesagt hast, meine Güte, das sind auch so ein bisschen Lehrjahre, das nimmt man auch so ein bisschen mit? Oder was sind so auch noch weitere Punkte, die du hier einfach von Andreas gelernt hast? Ja, das Penible, wie man Andreas sehr gerne auch nennt, ist ja jetzt nicht nur auf das Dressurreiten, das ich hier gelernt habe. Es sind ja auch einfach Dinge, wie man mit dem Pferd umgeht, dass man sein Sattelzeug, wie man das behandelt, den Stall sauber macht. Das sind einfach so viele Punkte, die ich hier gelernt habe, gerade im Management rund ums Pferd. Und ja, da habe ich sehr viel mitgenommen, die ich wahrscheinlich früher auch immer nicht so drauf geachtet habe. So, jetzt kommen schon die ersten Fragen, die reingereicht werden von all denjenigen, die nämlich deinen handsignierten Eimer gerne hätten. Ja. Du brauchst keine Angst haben, sie sind im Vorfeld signiert. Also der ganze Freundeskreis von Maximilian, der ganz ergiebig jetzt natürlich passende Fragen schreibt. Ich weiß nicht, ob einer jetzt dabei ist. Was war das persönliche Highlight dieses Jahres? Dürfen wir noch gar nicht vorwegnehmen, kommen wir gleich noch drauf, oder? Ja, Leipzig. Ja, genau. Leipzig. Also, derjenige, der es gefragt hat, kommt gleich noch. Nicht nur im Wort, sondern auch noch im passenden Bild. Jetzt gibt es schon Ziele für das Heimspiel in München dieses Wochenende. Das könnte schon fast eine Frage gewesen sein von einem der Freunde, die dir jetzt irgendwie so ein bisschen in Falle stellen wollen. Ja, also sportliches Ziel ist auf jeden Fall, am Sonntag ganz mal vorne dabei zu stehen. Gerade weil Checker so gut drauf ist und ich glaube auch in einer ganz guten Form bin und haben uns natürlich einiges ausgemalt für dieses Wochenende. Und die Münchner, oder besser gesagt die Bayern, die lieben das schon so ein bisschen. Ne? Wir hatten in den Jahren zuvor auch, ob David Will, auch andere, die sich das so ein bisschen, immer so ein bisschen parat legen. In München, in der Olympiahalle irgendwie zu gewinnen oder vorne dabei zu sein, das hat schon was. Gerade zu Hause, einfach am Heimturnier gut zu sein, das ist einfach, gerade nach Hause zu kommen, nach Bayern, ist ein Wahnsinnsgefühl und freut man sich immer wieder nach Hause zu kommen. Eine Frage gibt's noch. Hast du noch einen Traum, den du dir noch erarbeiten möchtest? Also da geht's um Arbeiten. Also das müsste schon wahrscheinlich schon ein bisschen ein sportlicher Traum sein, den wir da haben. Ja, Träume hat man immer und an denen arbeite ich jeden Tag, dass man immer weiterkommt und sich immer verbessern will. Und dafür arbeiten wir jeden Tag. Also Träume, immer mehr Erfolg. Wie das wünscht sich wahrscheinlich jeder. Das glaube ich auch. Weiter geht's. Ich bin noch ein bisschen bei Andreas Knipling und da habe ich so ein bisschen so die Frage, wie kann ich mir das vorstellen, wenn ihr so zusammenarbeitet, gerade wenn ihr schon seit 2 Jahren so zusammenreitet, ist das nur ein fachliches Fachsimpeln oder geht das auch manchmal, ich will nicht sagen in Streitigkeiten, aber dass man da so seine eigenen Standpunkte auch so durchsetzt, umsetzt? Ja, gerade weil Andreas und ich sind ja auch auf einer freundschaftlichen Basis ziemlich gut befreundet und dann ist es ja auch immer, ja, diskutiert man natürlich schon mal ganz gerne auch. Ich habe natürlich wahnsinnigen Respekt vor Andreas, aber da ich mich so ganz gut mit ihm verstehe, sage ich ihm auch meine Meinung oder Dinge, die ich vielleicht anders sehe oder so. Und dann diskutiert man auch darüber und ja, das ist auch kein Problem für Andreas. Das Jahr 2018, das ging dieses Jahr schon für dich eigentlich richtig, richtig krachert los. Ganz Anfang des Jahres gab es die Möglichkeit,
Leipzig mitzureiten. Warst du eigentlich das erste Mal, dass du Leipzig geritten bist dieses Jahr? Ja, war das erste Mal, ja. Und Leipzig-Weltcup ist was Besonderes. Als du hingefahren bist, hast du dir ja schon gesagt, meine Güte, dieses hau ich einen raus? Oder wie war deine Einstellung alleine schon beim Hinfahren? Ja, ehrlich gesagt, wie gesagt, war auch einfach das Pferd wieder super in Schuss und eigentlich gedacht, boah, wir können was reißen, wir brauchen uns nicht irgendwie Angst vor den anderen da zu haben oder vor der Höhe oder sonst irgendwas. Und war natürlich von vornherein klar, wir wollen am Sonntag dabei sein. Und wie es am Sonntag dann gelaufen ist mit dir und Checker, das schauen wir jetzt auch nochmal an. Da haben wir natürlich auch noch den passenden Bildausschnitt. Ups, das ist relativ relativ schneller. Also das Entscheidende war natürlich nachher die Bäckerfrau. Ich weiß gar nicht, haben wir das noch ein bisschen in etwas ausführlicher Länge? Dann könntest du nämlich uns noch ein bisschen was dazu erzählen. Es gibt die Bäckerfrau. Wie ist das mit Checker? Ist das einer, der im Laufe des Wochenendes sich so reinwuft, der so ein bisschen, der sich von Runde zu Runde einfach so steigert? Ist das einer, der von Anfang an da ist? Oder was ist so das, was Checkers einfach mit ausmacht? Ja, jetzt mittlerweile ist es so, dass er eigentlich von Anfang an da ist, aber da er so unheimlich unglaublich vorsichtig ist, ist es am besten, da muss man am Anfang immer schön Piano anfangen, auch mal eine kleinere Runde. Ach, guck mal, jetzt haben wir Geld, guck doch mal, jetzt haben wir das nochmal. Also das ist jetzt die Sonntagsrunde, die wir jetzt hier haben und so, da war die Freude groß. Jetzt hast du Checker auch schon eine geraume Zeit jetzt schon im Stall. Wir für uns als Außenstehende können wir sagen, da gab es eine Veränderung bei Checker. Man hat diesem Pferd immer ein großes Talent zugesprochen. Trotzdem hatte man immer so ein bisschen dieses Gefühl, ach, der stand sich ein bisschen im Wege manchmal. Und es ist nicht so diese klassische Karriere, die dieser Schimmel gemacht hat, die man ihm als Außenstehender sonst eigentlich so zugetraut hätte. Was habt ihr verändert? Wie habt ihr es geschafft, dass ihr so eine, weil das ist jetzt schon eine Kontinuität, jetzt nicht nur im Jahr 2018, sondern einfach über die Zeit hinweg, die ihr einfach so hineinbekommen habt in das Pferd? Ja, Checker ist einfach ein wahnsinnig großer Charakter und den muss man wirklich verstehen. Und das hat sich jetzt über die Jahre entwickelt oder gerade mit der Erfahrung von Andreas hat mir da wahnsinnig viel bei geholfen, weil so Genie und Wahnsinn ist da auch oft sehr nahe beieinander. Und ist ja. Ist das so ein bisschen Wahnsinn? Was ist so das Wahnsinnige so ein bisschen? Ja, oder wenn du da einen kleinen Fehler machst bei der Dressurarbeit, wenn du einfach ungeduldig bist, dann bist du 3 Wochen später wieder am Nacharbeiten. Oder wenn du merkst, du hast einmal ein bisschen wenig Zeit und wirst ungeduldig mit ihm, möchtest ihm schnell weg und reizt nur kurz, das wieder ausbaden. Und da, oder wenn, also vor 2 Jahren, da war ich auch ein bisschen ungeduldiger mit dem Pferd noch, wenn das nicht gleich so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und Andreas redet da immer in mich rein, dass ich halt ruhig bleiben soll und es zahlt sich halt jetzt unglaublich aus und Checkers, die ganze Arbeit, die man reinsteckt, zahlt er mir jetzt zurück. Ja. Merkt man so ein bisschen an der Arbeitseinstellung von dir, auch wenn man selber so ein bisschen älter wird, dass man im Endeffekt einfach auch so Attribute wie Ungeduld und sowas schon mal ein bisschen beiseite lässt? Ja, gerade Ungeduld ist bei mir ein großes Wort. Ich habe hier so ein Armband, da steht Patience drauf, Geduld. Und das ist immer, wenn ich merke, so, ich bin mir ein bisschen ungeduldig, schaue ich da einmal aufs Armband drauf und versuche wieder einfach ein bisschen geduldiger zu sein. Und am Ende kommt man dadurch, denke ich, gerade wenn man mit einem Lebewesen zusammenarbeitet, deutlich weiter. Das Jahr 2018 kann man fast so ein bisschen sagen, des einen freut und des anderen leid. Oder müsste man eigentlich so ein bisschen umdrehen. Das einen leid ist so ein bisschen des anderen freut. Andreas hatte sich verletzt. Das war total blöd. Was dann aber sich daraus ergab, war, dass er, und das fand ich auch eine tolle Geste, einige seiner tollen, guten Pferde, die er sonst eigentlich gerne geritten hätte, einfach dir zum Reiten gegeben hatte. Ja, leider. Gleich am Anfang vom Jahr hat sich Andreas in Vila Moura in Portugal verletzt und ist dann gleich mindestens ein halbes Jahr ausgefallen und hat mir dann seine Pferde gegeben. Natürlich ein großes Stück und hat jetzt auch nach der Zeit, wo er jetzt wieder reiten kann, hat er mir trotzdem die Pferde weggenommen und bin ich natürlich sehr dankbar für sowas. Würde auch nicht jeder machen und ist natürlich klasse für mich, ich profitiere natürlich davon. Ein Pferd, mit dem du ebenfalls Erfolgsgeschichte in diesem Jahr geschrieben hast, ist Eldorado gewesen. Schließt sich dann so ein bisschen an. Jetzt sind wir wieder beim Heimspiel im Endeffekt. Jetzt sind wir wieder in München, jetzt nicht in der Halle, sondern jetzt sind wir nochmal Pferd international.
Das kannst du mir jetzt nicht erzählen. Als du mit Eldorado nach München gefahren bist, dass du schon auf dem Schirm hattest und du sagst, meine Güte, da will ich Sonntag am großen Preis gut abschneiden. Weil das war das ein bisschen eine Überraschung für dich, dass er schon so gut funktioniert in München? Ehrlich gesagt nicht. Eigentlich hatten wir einen anderen Plan. War zu dem Zeitpunkt vielleicht dann nicht 100% fit für einen großen Samstag oder Eldorado Sonntag zu reiten, aber auf dem Heimturnier den großen Preis nicht mitzunehmen. Auf gar keinen Fall, geht natürlich gar nicht. Und dann habe ich zu meinem Andreas, scheißegal, ich probiere es einfach. Ja, und dann hat Eldorado natürlich super für mich gefightet. Das gucken wir uns jetzt nochmal an. Bei Eldorado, auch da, anfänglich sah das schon sehr, sehr gut aus, auch, aber die Schritte waren sehr, sehr schnell, die der eigentlich so gemacht hat. Ne? Im Endeffekt von den ersten Runden bis jetzt eben in diesem Jahr schon einfach einen großen Preis zu gehen. Was ist das, was ihn so auszeichnet? Was ist das, was die Besonderheit an Eldorado ist für dich? Ja, Eldorado, der hat einfach einen unglaublichen Kampfgeist. Der ist ja nur mit seinen 1,60 Meter oder wie groß er ist, das ist ja ein größeres Pony, sage ich jetzt mal. Aber der auch, der springt mit einem durch eine Hauswand durch und kämpft bis zum letzten Sprung. Was am Anfang immer ein bisschen schwierig war, weil der hat so viel Energie, obwohl er so klein ist, war ganz schwierig für mich zu bändigen. Weil der wenn der einmal ins Rennen gekommen ist, den wusste ich gar nicht, wie ich ihn anhalten soll. Und hat sich natürlich dann von Turnier zu Turnier, hat sich das immer sich besser mit mir zusammengespielt. Und dann hat man gesehen, wo es von Turnier München, Wiesbaden, hat er sich einfach super entwickelt und ja, konnte immer direkt auch einen großen Preis gehen oder große Springen gehen. Du hast schon einige von den großen Stationen jetzt angesprochen. Das Jahr 2018 natürlich auch ein bisschen mit deshalb, weil Leipzig am Anfang einfach schon gut war. Wenn man Anfang des Jahres schon mal einmal ganz kurz so ein Ass auf den Tisch legen kann, ist das schon mal gut. Aber es gab dieses Jahr auch einiges an guten Möglichkeiten für dich als junger Reiter im Endeffekt zu reiten. Das ist wichtig für euch, dass ihr im Endeffekt einfach auch auf den großen Plätzen, auf den großen Turnieren im Endeffekt auch weiter Erfahrung sammeln könnt. Es gibt dann unglaublich Sicherheit, gerade zum Turnier, dass man mal die Chance kriegt, in Leipzig reiten zu können und dann vielleicht auch noch mit einem Erfolg nach Hause zu fahren. Es gibt einfach einen Auftrieb fürs ganze Jahr. Selbst wenn man vielleicht nicht so erfolgreich ist, trotzdem mal da gewesen zu sein, mal solche Springen geritten zu haben, es gibt dann einfach unglaublich Sicherheit. Und aus dieser Erfahrung fürs nächste Springen mit, dass man dann auch einfach souveräner agiert? Ja, auf jeden Fall. Also das kann ich nur jedem empfehlen, auch mal, selbst wenn man mit zwei rauskommt, allein in so einem Springen mal dabei gewesen zu sein und auch mal auf so einem großen Turnier mal den ganz großen Namen beim Vorbereiten zuzuschauen, ist einfach eine Riesenerfahrung und die kann ich nur jedem empfehlen. Wenn ich so ein bisschen in den letzten Jahren einfach so durchgucke, da sind unsere Bundestrainer mit für verantwortlich, dass im Endeffekt, dass die jungen Reiter die Chance da bekommen. Es hat jeder eigentlich immer mal wieder so eine Chance bekommen, auch nicht irgendwie nur ein Turnier, entweder geht's friss oder stirb, sondern einfach auch, wenn es, wie du gesagt hast, mal nicht so gut lief, dann trotzdem nochmal ein zweites oder auch ein drittes Turnier machen, damit man im Endeffekt auch so ein bisschen die Angst verliert, diese Scheu vor diesen großen Turnieren, da, die man da einfach hat. Hast du dich da im Endeffekt auch gut gefühlt, dass du gesagt hast, meine Güte, da haben so Bundestrainer einem auch wirklich so den passenden Möglichkeiten, den passenden Push gegeben? Ja, doch, auf jeden Fall. Und man bekommt ja auch nicht, wie du gerade schon angesprochen hast, nicht nur eine Möglichkeit, man darf immer mal wieder. Gut, aber am Ende muss man trotzdem, wenn man die Möglichkeit abliefern, sonst darf man sich wieder hinten anstellen. Das Leben so in dieser als Sportler hat so ganz besondere Reize, ganz besondere Gefahren natürlich auch, die man einfach da so hat. Was war der Reiz, als du gesagt hast, meine Güte, ich möchte Profi werden? Ist es diese sportliche Auseinandersetzung? Ist es, dass man im Rampenlicht steht am Ende? Oder ist es was ganz anderes zu machen, als die anderen zu machen? Was war für dich der Punkt, dass du gesagt hast, Mensch, ich will Profi werden? Gerade das Gefühl, was man vielleicht vorhin kurz im Ausschnitt gesehen hat, die Faust zu machen nach dem letzten Sprung, die Leute jubeln hören, das ist einfach so ein Gefühl, das man da kriegt, das weiß ich nicht, habe ich selten in meinem Leben gehabt und man möchte es wie ein Rausch, man möchte mehr haben davon und deswegen versucht man immer mehr Erfolg zu haben und deswegen will man unbedingt nach ganz oben. Jetzt ist dieses Leben im Endeffekt, was ihr dann führt, was geht's wieder in LKW, dann geht's wieder nach München. Das ist wie so ein Vagabund, wirklich. Das ist zu Hause seid ihr wenige Stunden im Endeffekt nur. Gibt's trotzdem so fast wie so Rituale, dass man sagt, meine Güte, wenn man dann zu Hause ist, dann mache ich was Besonderes, um eben nicht nur ein Vagabundenleben zu führen, sondern im Endeffekt auch fast wie so ein sesshafter Vagabund zu sein?
Ja, Ritual zum Beispiel, jetzt haben wir gerade Dienstagabend Stammtisch. Jeden Dienstag verpasse ich jetzt gerade schon. Nee, Spaß. Aber keine Angst, die hören wahrscheinlich alle fleißig zu. Ja, genau. Klippe Horst gibt's auf dem Handy. Nee, aber ehrlich gesagt, wenn ich ein Wochenende zu Hause bin, wäre ich schon ganz nervös und will wieder los in den LKW und wieder aufs Turnier. Also ich weiß nicht, ob sich das im Alter vielleicht ein bisschen verändert, aber momentan ist noch, ich bin noch so heiß aufs Turnier reiten, würde am liebsten jede Woche los und möglichst viele Springen reiten. Wenn man so gut ist, wenn es so gut läuft, wie das jetzt hier auch ist, auch wenn man sich daran erfreut, gibt es so ein paar Rituale, wie du dich belohnst? Dass wenn du zum Beispiel sagst, meine Güte, wenn ich gut war, jetzt nicht nur die Bäckerfaust oder nicht nur irgendwie den Scheck entgegennehmen, sondern wo du dann sagst, Mensch, das ist so ein Punkt, da belohne ich mich dann für meine guten Taten, wie auch immer die aussehen? Habe ich vielleicht anfangs, aber da der Misserfolg so schnell wieder kommt, kann man sich eigentlich gar nicht so lange darüber den Erfolg freuen, weil es geht auch ganz schnell wieder am nächsten Woche, nächsten Donnerstag geht es dann schon weiter und dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Jetzt gefällt dir das hier oben in Hennef, in der Nähe von Köln, glaube ich, schon ganz gut. Wie ist das denn eigentlich? Du bist Bayern-Fan. Andreas ist, glaube ich, Köln-Fan, oder? Genau. Hört da die Freundschaft eigentlich auf? Oder? Ja, ich wurde jetzt gezwungen, anfangs jetzt immer mit ins Köln-Stadion zu gehen. Also hat mich denkt man, das geht nicht, aber muss man sagen, Köln, gut, jetzt zweite Liga macht natürlich keinen Spaß mehr, aber Stadion ist auch super, Stimmung ist gut und ich bin eh einfach Sportfan, deswegen passt das eigentlich ganz gut. Was macht ihr dann, wenn Bayern damals, jetzt dauert das wieder ein bisschen, bis ihr hier hinkommen, seid ihr dann zusammen, habt ihr euch zusammen angeguckt oder jeder in seiner eigenen Kurve? Ja, doch, wir waren immer zusammen angeschaut. Gibt es noch so wie so einen Lebenstraum für dich, dass du sagst, meine Güte, wir hatten das vorhin schon mal, die Leute, aber jetzt gar nicht, was den Sport angeht, sondern Sport beiseite, wo man dann einfach mal sagt, Mensch, das möchte ich trotzdem noch mal neben meiner Reiterei noch mal erleben? Eigentlich nicht so. Ich lebe so einen Tag hinein. Der Sport. So, jeden Tag einfach glücklich sein und... Der Sport steht im Vordergrund. Ja, Sport auf jeden Fall im Vordergrund. Normalerweise machen wir das immer so, dass wir am Ende immer so ein Speed-Interview haben. Ne, da wird immer irgendwie Sekt oder Selters, Bier oder Whisky oder was auch immer. So junge Sportler wie du, die haben gar nicht so ein großes Interesse am Alkohol, das wissen wir. Wir haben vorhin gesagt, Freude gibt es auch anders und so weiter, kann man machen. Deshalb gibt es auch eine ganz andere Fragestellung, sondern das ist, werden jetzt kurze Fragen gestellt, auf die du nicht mit ganzen Sätzen, sondern wenn möglichst nur mit ein paar Worten am Ende antwortest. Erste Frage ist, Maximilian Lill hat seinen eigenen Boxkampf. Zu diesem Boxkampf muss sich jeder Boxer eigentlich immer eine Einlaufmusik vorstellen. Kennt man immer, wenn die Jungs dann reinranten und so weiter. Wenn bei deinem Boxkampf, welche Musik würde laufen, wenn du reinlaufen würdest? Dann gibt es nur einen Song, den höre ich vor jedem wichtigen Springen, How You Remind Me, Nickelback. Das hörst du vor jedem Springen? Ja, nur vom großen Preis. Vom großen Preis. Ja. Und das ist für dich auch so ein bisschen so wie Motivation und dann also weißt du, so Maschine anmachen. In den Tunnel gehen und dann geht's los. Wenn es eine Sache gäbe, die du an dir ändern könntest, wo du sagen würdest, meine Güte, gibt's noch so einen Punkt, wenn ich den irgendwie nochmal abgeändert bekomme, das wäre. Was wäre das für ein Punkt, den du gerne noch an dir ändern würdest? Muss auch nicht jetzt sein, kann auch in 5 Jahren erst sein. Ja, wie gesagt, vielleicht einfach ein bisschen ordentlicher im Leben sein, so mit Aufräumen und vielleicht einen Tacken mehr wie Andreas, ein bisschen penibler. Muss nicht ganz so penibel sein, aber ein bisschen penibler wird nicht schaden vielleicht. Noch ein paar Jahre hier bei Andreas, vielleicht wirst du dann ähnlich penibel. Kannst du dich daran erinnern, wo du das angenehmste und tollste Essen mal erlebt hast? Wenn ja, wo war das? Und kannst du dich noch ungefähr daran erinnern, was das war? Wiener Schnitzel in unserer Stammkneipe. Wiener Schnitzel, was wahrscheinlich die Freunde jetzt gerade zu sich nehmen und du leider an diesem Wochenende leider nicht, Menschenskinder. Welcher Mensch kommt dir in den Sinn, wenn du das Wort erfolgreich hörst? Muss jetzt gar nicht unbedingt ein Reiter sein, könnte auch irgendwie aus anderen Regionen irgendwie einer sein. Michael Phelps. Michael Phelps? Ja, mein Lieblingssportler. Wieso ist Michael Phelps dein Lieblingssportler? Wie kam das? Ja, ich habe mir bei dem immer so ein paar Dokumentationen angeschaut und so, was der in seinem Leben erreicht hat und auch durch welche Tiefs der gegangen ist und wie er sich da wieder raus, wo die ganze Welt gegen ihn war, nach da kam ja auch mal so, sag ich mal, Skandal oder sowas raus. Und wie sich da zurückgekämpft hat, finde ich eigentlich unglaublich. Und die Motivation, die der, obwohl alle gegen ihn waren, da aus sich rausgeholt hat und dann so viele Goldmedaillen gewonnen hat, das ist für mich ein absolutes Vorbild.
Habe ich vorhin wahrscheinlich total falsch gesagt, irgendwie mit Robbie Williams oder James Dean oder was auch immer das Reitsport ist, der Michael Phelps. Ja, das noch nicht so viele Goldmedaillen, aber vielleicht. Wir haben vorhin gar nicht angesprochen. Ne? Wir haben deine deutschen Meistertitel, Zweiter bei deutschen Meisterschaften, Bronzemedaille bei deutschen Meisterschaften. Also wir kommen so langsam, kommen wir schon näher. Wer darf dir sagen, wenn du mal falsch liegst, wenn du mal sagst irgendwie, oh, das und meistens ist das so, man kann so besondere, gewisse Kritik nicht von jedem Menschen. Gibt's so einen oder gibt es welche, die dir auch da mal sagen können, du, tut mir leid, Herr Lill, da liegst du aber gerade mal ganz falsch? Nee, weil die wichtigste Regel ist, Regel Nummer 1, ich habe immer recht und Regel Nummer 2, selbst wenn ich nicht recht habe, habe ich trotzdem recht. Hast du trotzdem recht. Glaube ich dir nicht ganz, aber ich glaube, ganz wichtig ist auch, eine gewisse Selbstkritik lernt man, glaube ich, auch im Sport, oder? Ja, also das ist einfach nach jedem Parcours muss man sich einfach immer wieder selbst hinterfragen. Also es ist einfach kein Parcours, der perfekt ist und kein Tag, der perfekt ist. Man muss immer an sich selber arbeiten und deswegen ist Kritik ganz wichtig im Leben, denke ich. Und die nimmt man ja gerne auf und wenn man besser werden will, muss man die auch aufnehmen, denke ich. Wir wollen hoffen, dass wir jetzt am Wochenende absolut keine Kritik an deinen Runden im Übrigen äußern können. Ganz im Gegenteil. Wir wollen diese Faust sehen, die wir vorhin schon auch in Leipzig zum Beispiel gesehen haben. Dein Heimspiel steht an. Wir werden jetzt gleich im Übrigen auch noch die Gewinner ziehen, die den von dir handsignierten, mit dem passenden Spruch drauf versehenen Eimer dann gewonnen haben. Und wir drücken dir, Maxi, ganz, ganz fest die Daumen bei deinem Heimspiel in München nächstes Wochenende und bedanken uns ganz recht herzlich, dass wir hier sein durften. Danke dir. Ja.